Hallo Freunde des Holzwerkens. Vor mehreren Wochen habe ich euch ein Großprojekt vorgestellt. Da wird es in diesem Video mal ein kleines Update geben. Und zwar geht es in dem Fall um die Rahmenpresse. Ich möchte das Thema Rahmenpresse so ins Jahr 2024 holen, möchte hier ein paar Dinge anpassen, auf meine Bedürfnisse anpassen und auf die Bedürfnisse vieler anderen, sodass sie halt eben dieses Teil optimal benutzen können. Und da werde ich euch im heutigen Video mal ein Update geben, wo so der Stand der Dinge ist und was für coole Features wir in die Maschine eingebaut haben. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, die Rahmenpresse ist noch nicht fertig. Es ist noch kein Lack drauf, ein paar Dinge verändern wir noch. Das heißt, so wird die Rahmenpresse ungefähr aussehen. Es werden noch ein paar Dinge optimiert, die will ich in diesem Video noch nicht vorwegnehmen, weil das sind ein paar Dinge, die werden das Arbeiten mit der Rahmenpresse noch mal erleichtern. Aber damit ihr euch mal so ein bisschen was vorstellen könnt, was so in dem Hintergrund jetzt aktuell passiert ist, zeige ich euch mal die Rahmenpresse im aktuellen Stand. Einiges hat sich getan, einiges wurde werkzeuglos gemacht, einige Teile sind jetzt bewegbar, die zeige ich euch gleich noch, aber erstmal was zum Generellen. Das Grunddesign ist relativ ähnlich geblieben. Wir haben ein beidseitig nutzbares System, bedeutet, dass wir jetzt hier die Pressarme einfach rausheben können und können die beidseitig nutzen, wenn wir zum Beispiel mal mehr verleihen müssen. So, jetzt habe ich es derzeit mal einfach so hier hingestellt, weil ich hier sehr, sehr viel Fläche habe für die nächsten Projekte, was halt geplant ist. Aber erstmal was zu den Grundfakten. Die Rahmenpresse ist unter 80 cm breit, bedeutet, ihr könnt das noch durch eine normale Türe schieben, falls ihr zum Beispiel in eurer Tischlerei im Bankraum verleihen möchtet und da halt irgendwie so eine normale Türe ist. Lang ist das komplette System knappe 1,70 m ungefähr. Die genauen Daten werden dann natürlich irgendwann auf der Webseite stehen. Hier ist halt eben das Ganze ein bisschen länger geworden, weil die Rollen außerhalb liegen, aber hier nur am Rande. Und was halt eben jetzt auch eine Neuerung ist, das war an der alten Rahmenpresse nicht der Fall. Bei der alten Rahmenpresse konnten wir 1 Meter spannen. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, bis ganz da unten hin den beweglichen Backen zu stellen und können jetzt hier 1,30 Meter spannen. Das ist richtig viel. Die Rahmenpresse ist weiterhin mobil. Bezüglich Gewicht liegen wir da, so wie sie jetzt hier steht, ohne die Pressen bei ungefähr 150 Kilogramm. Das bedeutet, die ist immer noch sehr, sehr leicht zu bewegen, aber dennoch ist sie sehr, sehr massiv. Wir haben hier 50er Quadratprofile benutzt mit einer Wandstärke von 3 mm. Das ist deutlich stabiler als der erste Prototyp. Und das ganze Teil ist einfach wirklich komplett massiv. Ich zeige es euch gerade nur mal so in der Übersicht. Hier fehlt auch ein Presszylinder, der ist derzeit noch bei der Projektplanung, werden wir noch ein paar Änderungen vornehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Seite schon voll hätte und hätte da nur 3 Pressen verwendet, könnte ich mir jetzt einfach hier einen Zylinder nehmen und kann den hier hinten installieren. Das Ganze funktioniert werkzeuglos. Wir haben oben eine Führung auf Kugellagern, damit wir diese einzelnen Pressstangen auch bewegen können. Ich packe das jetzt mal auf die andere Seite, damit ich es euch ein bisschen besser zeigen kann. Aber ihr seht, kinderleicht die Handhabung, damit man auch effektiv in der Werkstatt arbeiten kann. Damit ihr euch mal hier vorstellen könnt, wie massiv dieses komplette System ist. Wir haben massive Vierkantprofile mit 3 mm Wandstärke und hier diese Bleche, wo das komplette System miteinander verbunden wird. Das ist ein 8er Blech. Auch unten der Halter für den Fuß, wo das Gestell unten verbindet, das ist auch ein 8er Blech. Das ist maximal stabil. Und unser Anspruch war es halt auch eben, dass das Teil hier so stabil wird, ähnlich wie es meine alte Dickenhobelmaschine ist aus den 1960ern. Denn der Anspruch bei uns oder der Anspruch liegt hier in diesem Gerät daran, dass man es vererben kann. Wir haben übrigens 4 gebremste Rollen. Das bedeutet, ihr könnt es auch wirklich ultra stabil feststellen. Was hier schon auffällt, das kam als Feedback sehr, sehr oft rein. Da haben wir uns auch selber irgendwann gedacht, komm, das macht doch einfach Sinn. Wir haben unsere einzelnen Pressen bewegbar gemacht. Das heißt, ihr könnt es immer an eurem Werkstück anpassen. Ich habe es euch ja eben schon gezeigt, wir können es ganz einfach rausheben. Wir haben hier eine Kugellagerführung, sodass das Ganze oben gehalten wird und einmal hinten, damit sich es nicht verdreht. Das funktioniert so auch wirklich sehr, sehr gut. Als Pressdruck haben wir hier Wagenheber. Die können 2 Tonnen Druck erzeugen. Das ist viel mehr als das, was man braucht. Aber damit haben wir einfach ein einfaches System, um halt eben Druck sehr, sehr schnell und einfach auf Holz auszuüben. Eine Frage habe ich jetzt etwas öfters bekommen. Philipp, wird es das Teil als Bauplan geben? Und da habe ich eine ganz klare Antwort. Davon wird es niemals einen Bauplan geben, einfach weil da zu viel Zeit, Geld in diesem kompletten Projekt drinsteckt, damit das halt eben so gut funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Ihr müsst euch vorstellen, damit zum Beispiel hier dieser bewegliche Backen funktioniert, das sind mehrere Modelle, die geplant wurden, die dann als 3D-Modell gedruckt wurden und geprüft wurden, ob das so funktioniert. Das ist ein Wissen, das kann man nicht einfach so rausgeben. Wie eben schon angesprochen, werden wir das komplette System aber als Bausatz anbieten, damit man es halt eben selber zusammenschweißt. Wenn ihr euch fragt, was geschweißt werden muss,
einmal der Hauptrahmen, das heißt hier vier Schweißpunkte beidseitig, weil wir zwei Rahmen haben und halt einmal hier diese beweglichen Profile. Das ist alles, was geschweißt werden muss, ansonsten wird alles verschraubt. Diese Rahmenpresse sieht jetzt schon super aus, aber wir haben tatsächlich noch ein paar Kleinigkeiten gefunden, die können wir noch optimieren. Das wird auch derzeit parallel zu diesem Video noch gemacht, das heißt, so ein paar Kleinigkeiten werden noch verbessert. Darauf will ich jetzt noch nicht so eingehen. Ich will es euch zeigen, wenn es fertig ist, dann kann sich auch jeder was darunter vorstellen. Aber ungefähr so, wie das Teil jetzt hier steht, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, ne, wird das Teil dann noch eben zu Kauf angeboten werden. Das komplette System, so wie ihr es hier seht, ist lasergeschweißt, damit wir einfach eine extrem gute Genauigkeit erzielen. Gerade wenn wir uns das hier anschauen, wenn wir hier die einzelnen beweglichen Backen uns anschauen, das muss genau sein. Da reden wir dann nicht über 2-3 mm, wo wir Luft haben. Wenn das Ganze lasergeschweißt wird, haben wir hier eine Genauigkeit von ein paar Zehntel. Das ist auch wirklich wichtig, dass das System auch funktioniert, wenn man mal mit mehr Pressarmen an der Maschine halt eben arbeitet. Das Folgende war mir persönlich sehr wichtig, und zwar sind es hier die beweglichen Backen. Das ist etwas, das muss einfach zu bedienen sein, es muss gut funktionieren und vor allen Dingen muss es stabil sein. Jetzt haben wir hier ein System, das ist ein Stecksystem, da können wir dann unsere Bretter auflegen. Was halt eben wichtig ist, dass wir das hier sehr, sehr schnell und effektiv umstellen können, wenn wir halt eben mal verschiedene Breiten verleimen möchten. Ihr seht, es ist noch kein Leim drauf, beziehungsweise es ist noch kein Lack drauf. Meine Finger sind schon ganz schwarz, das soll uns heute aber mal nicht stören. Dieses Brett hier muss ich sowieso verleimen. Da messe ich jetzt einmal die Breite, 36 cm, und da stellen wir jetzt einmal die Rahmenpresse ein. Ja, das passt. Das ist übrigens auch so eine Kleinigkeit, da haben wir uns schon was einfallen gelassen, dass man halt eben nicht händisch den Zollstock dran halten muss. Ich werde jetzt hier mit drei Pressarmen arbeiten, bedeutet, ich kümmere mich jetzt erstmal um die beiden äußeren. Ich habe die Streben jetzt hier nur abgeklebt, weil noch kein schützender Lack drauf ist. Ich will mir jetzt nicht beim ersten Tester hier direkt die Lamellen versauen. Wir haben unten eine schön breite Auflage, so können wir dann das Ganze optimal ausrichten. So, stellen wir das mal ungefähr hier hin. Und jetzt können wir unsere einzelnen Streifen hier einfach überlegen. Jetzt kommen ein paar Niederhalter drauf, damit das Brett halt eben schön plan bleibt und sich halt eben hinten an die massiven Vierkantteile anlegen kann. Bezüglich Niederhalter, das ist noch so ein bisschen Thema. Da sind wir derzeit noch in der Planung, ob man es umsetzen kann, wie man es umsetzen kann, so dass es halt auch eben im Gesamtpaket funktioniert. Weil unser Gedanke ist halt auch eben so ein bisschen der, das, was ich jetzt hier mache, ich zeige es euch mal, das ist kein Aufwand, das funktioniert sehr, sehr schnell. Und jetzt angenommen, wenn man so ein System benutzt und man verleimt auf vier Flächen, dann braucht man sowieso schon mindestens vier Niederhalter und das kostet halt auch eben auch alles Geld. Und ich sag mal, ist es so wichtig, dass man einen Niederhalter hat, wenn man sich so einfach wie hier jetzt zu sehen helfen kann? Da sind wir noch derzeit so ein bisschen am Überlegen. Aber schreibt auch gerne mal ein bisschen Feedback in die Kommentare, ob das unverzichtbar ist. Aber auch immer dran denken, so ein Niederhalter, da reden wir bestimmt irgendwie von 300, 400, 500 Euro. Je nachdem, wie ausgereift der halt eben ist. Preise natürlich ohne Gewehr. Keine Ahnung, was das kostet. Und jetzt können wir hier Pressdruck ausüben. Fertig, so schnell kann es gehen. Jetzt mal angenommen, der Backen wäre jetzt noch hier unten. Dann könnte ich mir das Teil einfach nehmen, rolle das oder schiebe das ein bisschen hoch. Danach schnappe ich mir die erste Leiste und lege das hier so drauf, dass ich schön flächig das Ganze pressen kann. Ihr seht, ich habe jetzt hier nur 5 Presszylinder, mit denen ich arbeiten kann. Der 6. ist nämlich bei der Projektleitung, die plant noch derzeit so ein bisschen rum und dafür braucht ihr halt eben einfach einen Presszylinder. So, das Klebeband muss man noch ein bisschen weg. Der Clou an der Geschichte ist aber, dass das jetzt gar nicht schlimm ist. Denn wir können in der Mitte gleich einfach noch eine normale Schraubzwinge dran setzen. Denn wenn wir uns das jetzt anschauen, sehen wir eh, dass das recht knapp wäre mit 3 normalen Presszylindern. Eine dritte Schraubzwinge brauchen wir hier aber unbedingt. Das heißt, wir schieben sowieso die beiden Zylinder entsprechend weit nach außen, dass wir außen schön Druck ausüben können. Und in der Mitte setzen wir eine normale Schraubzwinge dran. Kommen einmal die ganzen schönen Leisten hier rein. Die Thematik mit den Niederhaltern funktioniert jetzt übrigens noch mal ein bisschen einfacher, weil wir diese einzelnen Pressen ganz an die Seiten fahren können. So können wir dann mit den Schraubzwingen ganz einfach außen wirklich ansetzen. Und müssen da nicht irgendwie eine tiefe Schraubzwinge benutzen. Da können wir mit ganz normalen Schraubzwingen arbeiten. Die legen wir jetzt hier an. Zack, zerab. So schnell geht's. Und jetzt zeige ich euch mal wieder in der Detailansicht, wie es aussieht, wenn wir da den Druck ausüben. Ich setze direkt noch in der Mitte eine Schraubzwinge bei.
Und so schnell haben wir eine perfekte Verleibung. Ich möchte gerade zum Thema Rahmenpresse noch ein paar Worte verlieren, was so der Gedanke bei diesem System hier ist. Wenn man sich nämlich mal alte, gebrauchte Rahmenpressen anschaut, fällt einem eines oftmals auf. Man hat 3, 4 Presszylinder und man hat einen riesen Teil an der Wand stehen. Das bedeutet eine Rahmenpresse, die jede Menge Platz verschlingt. Und wenn wir mal hier so kleine Teile pressen möchten, da haben wir jetzt 5 Presszylinder im Einsatz, da ist es bei vielen Rahmenpressen schon der Fall, dass wir halt eben nicht mehr genügend Rahmenpressen bzw. Presszylinder haben. Mit diesem System hier können wir vollwertige Tischplatten verleimen. Wir können 1,30 Meter breit verleimen. Und wir können natürlich über die Rahmenpresse hinaus verleimen. Das geht auch bei einigen Rahmenpressen nicht. Das bedeutet, wenn ich euch nämlich jetzt eine Sache mal zeige. So ein normaler Esstisch, sagen wir mal 2 Meter Länge hat der. Da können wir ganz einfach 2 Esstische drin verleimen und könnten die auch noch ein bisschen länger machen. Und das war so der Grundgedanke. Wir wollen eine Rahmenpresse erschaffen, die wir mobil durch die Werkstatt rollen kann, die nicht immer an dem gleichen Spot stehen bleiben muss. Wenn wir halt eben mal nicht so viel Fläche brauchen wie jetzt, dann können wir sie direkt an die Wand schieben. Wenn wir mehr Fläche brauchen, drehen wir sie ein bisschen rum und da haben wir direkt die doppelte Fläche, um Material zu verspannen. Die Frage aller Fragen, Philipp, was wird denn das Teil, was so schick daneben hier rumsteht, was wird denn das kosten? Ganz ehrlich, Leute, ich kann es euch noch nicht genau sagen. Ich weiß natürlich, was jetzt der Prototyp gekostet hat, aber wenn wir jetzt davon reden, dass wir zum Beispiel 5 Stück davon fertigen, dann müssen wir jetzt erstmal auf genaue Preise noch abwarten, wenn wir zum Beispiel hier entsprechende Teile pulvern lassen. Für euch als Info, pulvern müsste nämlich zum Beispiel so abgerechnet werden nach Gewicht oder wenn man was verzinken lässt. Das sind deswegen alles noch so Kleinigkeiten. Die Magen mögen mal vielleicht nicht so relevant sein, aber bei so einem Großprojekt, wo viele Kleinigkeiten sich addieren können, ist das sehr, sehr wichtig. Und wir haben uns gesagt, komm, wir sagen noch keinen festen Preis, bis wir nicht eben alles einmal gepulvert, lackiert, montiert haben. Deswegen können wir euch das noch nicht sagen. Wenn ihr aber jetzt sagt, ihr habt eine Tischlerei, wo so ein System bei euch Sinn macht, weil vielleicht die Räumlichkeiten so ungefähr 200 Quadratmeter oder 100 Quadratmeter haben, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Wir werden euch natürlich antworten und ihr werdet als erstes eine Information bekommen, wenn wir finale Preise haben, wenn wir wissen, okay, ab dann beginnt die Produktion und so weiter und so fort. Das würde uns tatsächlich auch helfen, weil das hier auch tatsächlich so als Kickstarter-Kampagne zu sehen ist oder als Start-up-Kampagne. Bei so einem Großprojekt, wirklich mit wo viele andere Parteien noch involviert sind, habe ich bis dato selbst noch nicht umgesetzt. Die Spanhaube war schon ein richtig cooles Projekt, aber das hier ist nochmal eine etwas größere Hausnummer. Gerade Transportwege, Pulvern, Lackieren, Material beschaffen, dass das alles halt eben einen runden Abfluss gibt. Einen runden Kreislauf. Denn wenn nämlich bei so einem Großprojekt eben einmal was nicht funktioniert, dann scheppert es eben meistens ziemlich dolle. Also wenn ihr so ein System haben möchtet, genauso wie es hier steht, gibt es das auch nicht. Da sind wir sehr, sehr stolz drüber. Schreibt uns eine E-Mail, die würden wir so auf Kleinanzeigen sagen, was letzte Preis. In diesem Sinne, ciao.